Ein herzliches Moin, mein Jung Olaf. Du, ich weiß, du hast gerade ein bisschen was zu tun, ne? Die Bauern sind auf der Straße, die GDL streikt, ne? Die Kosten explodieren überall, ne? Die Leute sind schon kurz davor, mit Fackeln und Mistforken in Richtung Berlin aufzubrechen. Und eigentlich macht sich der Bürger auch wirklich kein Bild. Das ist ein Höllenjob als Bundeskanzler. Ein Höllenjob ist das. Das weiß ich alles, ne? Aber du als ehemaliger erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, dem Tor zur Welt, ja, der Heimatstadt des HSV, weißt du, du hast ja auch als Bundeskanzler, hast du ja auch eine Neujahrsansprache gehalten. Darauf wollte ich mal zu sprechen kommen. Ich gehe das auch ein bisschen ruhiger an, weil ich weiß, dass du momentan echt viel zu tun hast, so, ne, mit Deutschland regieren und so, ne. Ist alles nicht so einfach, aber so von Hamburger zu Hamburger, wobei du ja gar kein echter Hamburger bist und ich auch nicht, aber ist ja auch egal, ne? Wir treffen uns trotzdem bei alle, die da zum Fischbrötchen essen. Ne? Ich wollte dir da mal eine Rückmeldung geben zu deiner Neujahrsansprache. Also ich fand die ja wirklich so, ja, ich fand die so, ne? Und ich versuche das mal mit der Sandwich-Methode. Solltest du ja kennen als Politiker. Sandwich-Methode, positiv einleiten, zum Punkt kommen und positiv ausleiten. Das zum Punkt kommen ist bei mir immer ein bisschen länger, tut mir leid. Ich weiß, ich zappel immer so viel, ne? Ja, weißt du, Olaf, also erstmal positiv hervorzuheben ist ja, du hast gerade erst in die Kamera geguckt. Und du hast nicht mal weggeguckt und bist rot geworden, wenn du da irgendwie irgendwie was erzählt hast, was jetzt nicht ganz so der Wahrheit entspricht. Und das muss man positiv hervorheben. Also das kannst du ja schon. Das hast du in Berlin schon gelernt, höchstwahrscheinlich. Das hast du auf jeden Fall nicht aus Hamburg. Das kann ich dir sagen. Das hast du nicht aus Hamburg. Und das kann man schon mal positiv hervorheben. Jetzt muss ich aber sagen, obwohl es eigentlich auch positiv ist, weil du bist ja auch sehr vergesslich. Geht ja auch um zig viel Geld, nicht? Irgendwelche Steuersachen und so und Comebacks. Naja, du weißt auf jeden Fall, wovon ich spreche. Ah, nee, weißt du ja nicht. Du hast es ja vergessen. Und genau das wollte ich sagen. Nee, du hast in deiner Neujahrsansprache nämlich auch gesagt, dass der Russe uns ja das Gas abgedreht hat. Nee. Das hast du gesagt. Und deswegen explodieren die Preise so. Nee. Also ich bin echt stolz auf dich, dass du dir das gemerkt hast, dass es überhaupt um Gas ging. Inhaltlich ist das natürlich völliger Mumpitz. Ne? Wir Deutschen wollten ja das böse, böse Russengas nicht mehr. Deswegen sind die Preise explodiert. Aber hey, Olaf, du hast ja auf jeden Fall gemerkt, dass es um Gas ging. Und das ist alles schon ein bisschen länger her, 2 Tage. Das kann man schon mal positiv hervorheben. Ich finde das aber nicht so gut, dass du das alles so ein bisschen durcheinander bringst. Ne? Hättest du ruhig mal sorgen können, dass du auch derjenige warst, der gesagt hat, wir wollen das russische Gas gar nicht mehr. Ne? Weil der böse, böse Russe wollen wir nicht. Ne? Wir wollen lieber unsere Bürger auspressen wie Zitronen und überall die Steuern noch erhöhen und alles und noch ein bisschen mehr Kohle einfordern. Das hättest du mal sagen können, aber das hast du bestimmt vergessen. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Olaf, ne? Volle Haarpracht ist ja auch nicht mehr. Ist nicht so schlimm. Aber jetzt noch mal so, ne, zu der Geschichte, das positiv auszuleugnen. So, ne? Ich finde das auch richtig gut. Du hast dir höchstwahrscheinlich auch die Schuhe richtig gut gebunden. Deswegen bist du auch gefahrlos da aus dem Studio wieder rausgekommen. Also nicht nur rein, sondern auch wieder rausgekommen. Das ist auch gut. Olaf, das ist gut. Ne, stell mal vor, du wärst auf die Snoot gefallen nach der Neujahrsansprache. Da hättest du wieder so eine Augenklappe getragen. Und nee, oh Gott, wie süß wäre das gewesen. Oh, der kleine Olaf, der ist dumme, mit seiner Augenklappe. Nee, Spaß beiseite. Du hast dir deine Schuhe richtig gebunden. Das ist als Bundeskanzler auch nicht so einfach. Und deswegen muss ich sagen, das muss man nochmal positiv hervorheben. Aber Olaf, du, jetzt mal so unter uns beiden Pastorentöchtern hier aus Hamburg so, ne? Die ja beide keine Hamburger sind so, ne? Also keine waschechten Hamburger, ne? Du bist, glaube ich, in Osnabrück geboren oder sowas, ne? Und ich ja in Hennstedt-Ulzburg, ne? Aber wir haben ja beide irgendwie so eine Affinität zu Hamburg, ne? Also erstmal diese Lügerei, ne? Das hast du definitiv nicht in Hamburg gelernt, ne? So, hier in Hamburg, da kriegt man auch einige Sachen nicht so auf der Reihe, ne? Und deswegen so mein Appell an dich, ne? Guck mal hier beim HSV, hier der Weltverein HSV. Da müsstest du auch mitbekommen haben, als Oberbürgermeister der Stadt Hamburg, ne, wie das beim HSV läuft, wenn der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht. Ne? Also wenn der Trainer irgendwas sagt, aber er erreicht die Mannschaft nicht mehr, dann muss er gehen, weißt du. Und das hat man beim HSV konditioniert. Das müsstest du hier auch mitbekommen haben. Und deswegen ist auch mein Appell an dich, pack doch einfach deine Koffer und mach so, wie wir in Hamburg immer sagen. In Hamburg sagt man Tschüss. Und sagt Tschüss. Ja, pack deine Koffer.
Und nimm die anderen da noch mit. Weißt du, also hier diesen einen Typen, ich vergesse immer den Namen von dem von dem Hochleistungspolitiker, der uns hier die ganzen Heizungen alle wegnehmen will. Komm da einfach nicht drauf. Oder hier die andere Politikerin da, weißt du, die Professorin für Ernährungstheorie, also zumindest studiert sie ja schon seit 70 Jahren, obwohl sie erst 38 ist oder so. Die hier für Ernährungstipps zuständig ist. Weißt du, die mit ihren 300 Kilo da auf der Hüfte. Weißt du, die Alte da, ne? Die zum Beispiel. Und die andere Alte, die in der ganzen Welt rumreist und irgendwelchen Ländern Krieg erklärt und irgend so Blödsinn erzählt, die das Maul aufmacht und keine Sau versteht sie. Sie sagt zwar irgendwas, aber man versteht das alles gar nicht. Es kann natürlich auch daran liegen, dass sie in Städten unterwegs ist, die hunderttausende Kilometer entfernt sind von uns. Nimm doch einfach mal diesen ganzen Schergenhaufen, ne? Und verschwinde aus Berlin, Mann! Pack deine Koffer oder hau ab da! Und lass das Leute machen, die das können! Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder was? Ihr regiert dieses Land hier zugrunde, Mann! Wir sind bald pleite, das Bruttoinlandsprodukt sinkt, wir sind völlig am Arsch, Mann! Die Leute gehen alle auf die Straße, es ist nichts mehr bezahlbar! Wir sind kaputt, ihr regiert uns zu Tode hier! Und ihr rafft das nicht und ihr steigt nicht von eurem Thron runter! Lasst das Leute machen, die es können! Ganz ehrlich, Olaf! Verschwinde da! Mach's wie ein Hamburger! Zumindest ein bisschen Eier in der Buchse zeigen! Nimm deine Sachen und verschwinde da! Sag Tschüss und hau einfach ab! Das ist das Beste, was du machen kannst, Mann! Und lass andere daran! Ganz ehrlich, ansonsten muss ich mal heute zu euch nach Berlin kommen und dann kriegt ihr mal eine richtige Ansage! Meine Fresse nochmal, du! Nimm das ganze Ministerpack und verschwinde da! Mann, ich kann das nicht mehr! Ich kann das echt nicht mehr! Geh zum Blutdoktor! Meine Fresse nochmal! Hält echt wirklich keine Sau und kommt mehr aus, doch! Olaf!